Servus Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von der Rennfahrerkarriere Sonntagsrennen in Oschersleben. Das Qualifying diesmal war nicht so gut wie das gestrige. Ich habe nämlich ein bisschen was am Setup noch verändert, habe noch ein bisschen mit dem Vorderradsturz rumgespielt, aber egal in welche Richtung ich den geschraubt habe, es wird einfach nicht besser. Immer noch viel zu viel rausschieben über die Vorderachse beim Beschleunigen. Das war, habe ich jetzt so als das Hauptproblem festgemacht. Also nicht das Untersteuern beim Anbremsen, sondern halt beim Rausbeschleunigen. Deswegen musste ich dann oft nochmal in der Kurve vom Gas, das hat Unruhe ins Auto gebracht, bin ein bisschen gerutscht und dann sind die hinter mir halt dann rangefahren oder teilweise auch draufgefahren im gestrigen Rennen. Und ja, also Setup ist, im Qualifying hatte ich ein anderes Setup, da habe ich ein bisschen weniger Sturz gehabt, in der Hoffnung, es bringt mir dann beim Rausbeschleunigen, wenn ich die Lenkung aufmache, mehr Traktion, weil der Reifen halt dann schon flacher steht, aber viel hat es nicht gebracht, ich habe es wieder zurückgeschraubt, weil alt bewährt. Und jetzt fahren wir quasi wieder mit dem Setup von gestern. Und ich meine, 8er sind wir geworden. Also ein Platz weiter hinten als gestern. Der Kiziel wieder vorne, auf die Zeit habe ich jetzt gar nicht geguckt. Ne, wir sind sogar 9er, also da hat sich noch ein bisschen was verschoben dann. Ja, der ist der Rest vom Schützenfest. Mal gucken. Also gestern war ich ja noch ein bisschen optimistisch, dass wir da noch nach vorne fahren können. 0,7 Sekunden war jetzt der Abstand von der Bestzeit vom Sieger gestern. Das war der Bila. Ne, Alsen hat man nicht gewonnen, gell? Ja, genau. Also 0,7 Sekunden haben wir gestern von den Bestzeiten her gefehlt. Ja. Schadensbegrenzung. Top 10, Punkte holen, das ist das Ziel für heute. Nicht schon wieder zurückfallen. Gestern sind wir auf dem 9. ins Ziel gekommen, also Top 10 sollte auf jeden Fall drin sein. Ich versuche das Auto am Anfang nicht so hart ranzunehmen, versuche es weniger zu überfahren. Dadurch bin ich mitunter in den Kurven ein bisschen langsamer, aber ich hoffe mir dann hinten raus nicht so stark abzubauen, wie es mir gestern passiert ist, weil am Anfang hatte ich ja einen Zweikampf mit dem einen Roten, da habe ich noch gut mitgehalten und dann nach und nach wurde ich langsamer. Und da versuche ich halt jetzt ein bisschen gegenzusteuern. Ich weiß, das sagt sich immer so einfach. Die Umsetzung ist dann gar nicht so einfach. Aber ich gebe mein Bestes. Wir hören uns dann nach dem Start wieder. Und ja, dann viel Spaß jetzt. Be ready. Watch for the lights. Green, green, green. Activations left. We're seeing lots of right rear locking. Keep digging. This isn't over yet. E8. You've got 10 minutes left. 10 minutes to go. Is now available. 30. Activations left. Good.
Gap to Lindholm ahead is now 2.0 seconds. Left, the leader has just done a 134.96. Leader is reeling you in. The gap's now 0.8. The guy ahead has just done a 134.59. That lap was a 135.47. Sector 2 is 0.9 off the pace. Is now available. 11 activations left. Kisau is now in the lead. Fastest lap for Kisau, 134.47. That's your fastest lap. Sector 3 is 0.40 off the pace. The guy behind has just done a 134.73. Come on, Toby, don't let him get away. Okay, also das. Mila, hold your nerve, just keep it smooth. No mistakes. Okay. Push to pass is now available. 9 activations left. Thunk is leading the race. Das mit dem Versuch, das Auto nicht zu überfahren, hat nicht so funktioniert. Gut, jetzt Kurve 1 war ein klassischer Verbremser. Das war mein Fehler. Aber ja, ich habe trotzdem 0,2 ungefähr pro Runde verloren mit diesem schonenden Reifenfahren. Ob es jetzt hinten raus was bringt, werden wir dann erst sehen, aber Stand jetzt ist. Come on, man, keep pushing. That's half distance. Dass es nichts gebracht hat. Von daher ist jetzt wieder Attacke angesagt. Oh, schon wieder Bremssprung verpasst. Yellow flag. You're clear. Incident clear. Ich sehe die Bremspunkte so schlecht bei der Sonne. Fastest lap for Bieler, 133.76. E9, you've just done a 136.19. Kisau is now leading. So müssen die Reifen nämlich quietschen, wenn ich hier Gas gebe. Pass is now available. 7 activations remaining. That's 5 minutes to go. 5 minutes.
okay, Toby. You're blocking your ears a lot. Also da vorne, die sind zwar schön im Zweikampf, aber... wirklich langsamer werden die dadurch auch nicht. Ja, also der Bieler ist auf jeden Fall richtig schnell. Der hat diese 3-Sekunden-Lücke, die da war, einfach mal zugefahren. Ich hole ein bisschen auf. Nicht auf den Bieler, aber auf den davor. Das bedeutet, ich komme dieser Kampfgruppe näher. Aber ob das bis zum Ende des Rennens noch was wird, das wage ich schwer zu bezweifeln, weil dafür hole ich zu langsam auf. Also der Bieler ist ja jetzt also auf 0,4 Sekunden dran. Das heißt, der greift schon an. Nein, schon wieder verschaltet. Yellow flag. Incident clear, green flag. That's 2 minutes left, 2 minutes. Mann, okay, das war's. Push to pass is available. 3 activations remaining. Zu früh runtergeschaltet. Müssen wir also zu früh auf das auf die Wippe gehauen. Dadurch hat er nicht runtergeschaltet. Dadurch hat mir die Motorbremse gefehlt. Und dadurch bin ich dann zu schnell gewesen. Ah, das war's. Ja, da war ich natürlich außen in der Kurve, links war eine und da war ich außen auf der schmutzigen Linie und da geht halt mal ganz schnell der Grip flöten. Und mit schmutzigen Reifen wird man dann mal ganz schnell zum Opfer. Da wollte ich den... Da wollte ich den Tim eigentlich noch durchlassen in der Kurve, weil ich mir gedacht habe, bei mir ist eh das Rennen gelaufen, aber... Und er gesagt, da fahre ich mir lieber mal in die Karre, als einfach dran vorbeizufahren, ne? Push to pass is available. One activation remaining. Your left front is hot.
Ah, noch schön den Schrick hier einen Platz gekostet. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wollte Schadensbegrenzung betreiben, hör mal. Da habe ich den Schaden nur noch größer gemacht. Meine Güte, aber da war mal wieder was los hier im Rennen, ne? Zum Zugucken war es garantiert spannend. Aus meiner Sicht war es ja nicht so geil. Aber okay. Es gibt solche und solche Rennen. Diese Saison hatten wir leider eher Pech als Glück. Wobei, ist ja auch die Rookie-Saison, ne? Also muss man mal ganz nüchtern betrachten hier. Wir sitzen zum 5. Mal in der Karre und haben schon Punkte eingefahren. Alles gut. Von daher, mit Freude, mit Vorfreude gehen wir aufs Heimspiel, auf mein Heimspiel, was weiß ich, wie er kommt. Aber wir gehen an den Nürburgring nächste Woche. Samstag, Sonntag, TT Cup vom Nürburgring. Und da will ich natürlich mein Allerbestes geben. Da wird das Glanzstück hier nochmal auf Hochglanz poliert. Und dann werden wir mal dem heimischen Publikum zeigen, wo der Hammer hängt, wo der Frosch die Locken hat und so weiter und so fort. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich freue mich auf den Nürburgring nächste Woche. Ich hoffe, ihr tut's auch. Und dann hören wir uns dann wieder. Bis dahin, halt Wurst hoch. Ciao.